Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, ich bin jetzt seit langem mal wieder zurück daheim und muss gerade mich ein bisschen wieder einfinden, was genau bei uns alles abging. Wichtige Warnung. Oh, muss ich da ein Mitarbeiterhaus vielleicht mal bauen? Habe ich da keins? Mitarbeiterraum groß. Ah, die wird wahrscheinlich von da oben kommen, ne? Aber vielleicht sollten wir einfach hier noch eins hinbauen. Schauen wir mal schnell. Jetzt bin ich noch eine Woche weg. Beziehungsweise 4 Tage. Und dann bin ich wieder für jetzt dauernd wieder zurück. Was natürlich wunderschön ist. Jetzt muss ich nur wieder... Oh Gott, ich hab die Taste. Das war schon damals immer mein Problem mit diesen blöden Tasten. Und ja, dann werde ich hoffentlich ein bisschen was wieder ändern können. Diese Woche werde ich noch vielleicht 3 Videos bringen. Ich schau mal, wie weit ich komme, bis ich wieder abreisen muss. Aber wenn ich es hinkriege, versuche ich wieder ein bisschen mehr zu bringen, ne? Soll mir keiner nachsagen. Ich würde es ja nicht probieren. So. Weg ist dran. Jetzt können hier die Mitarbeiter in diesen Mitarbeiterraum. Wir hatten hier... Komm, oder war... Du bist hungrig. Da hängt ein Stück Fleisch dran und habt ihr... Ihr habt eine Futterplatte. Da muss aber mal Futter drauf. Gut, dann haben wir das auch mal angeregt. Veterinärforschung abgeschlossen bei den Trampeltieren. Wir tun alle Kommodore Warne, die Trampeltiere erforschen. Und was tun wir noch erforschen? Ah, Rentiere. Okay. Ja, vielleicht sollte man beim Gepard dann auch ansetzen. Wo ist überhaupt unser Gepard? Warte mal. Ah, hier ist er. Hier ist unser guter Freund. Hi. Ich habe jetzt in der ganzen Zeit, wo ich weg war, ganz viele Geparden-Videos auch angeschaut. Und wie sie gehalten werden oder wie sie teilweise, wenn sie zahm sind, auch sind. Die sind ja wirklich wie einfach große Katzen. So richtig knuffig. Da überlege ich mir auch immer, ob ich gerne einen hätte. Aber ja. Das ist nur mit 4 Sternen wertet. Ganz, ganz komische Sache. Aber ist jetzt gerade auch okay. Scheint ganz gut gewesen. 5 Sterne. 5 Sterne. Warum das jetzt nicht unbedingt das beste Gehege ist, verstehe ich jetzt gerade nicht. Wo wir doch eigentlich gut alles eingehalten haben, oder? Gibt es hier irgendwelche Sachen? Asche. Futterbeschäftigung ist nicht auf dem höchsten Level. Aber was für ein Gehege ist denn das? Wo sind denn da so viele? Hm. Habe ich das so voll gemacht? Huch. So, was für ein Viech bist du nochmal? Du bist ein Nayala. Ich merke mir doch die Viecher nicht. Filtern. Art. Wo ist das N? Wo ist das N? Nayala. So, und was hatten wir jetzt hier alles für komische Beschäftigungsteile? Kleiner Futterspender und ein Futterball. Aber noch kein Futterspender. Was? Haha. Doch, hat man schon. Scheiße. Aber ist ja wurscht. Es funktioniert. So, dann tun wir mal die Zeit wieder laufen lassen. Und unsere Trampeltiere und der Nachwuchs auch. So süß das kleine Teil. Guck mal, wie es versucht zu essen. Wo ist denn das? Da. Hopp. Nam, 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 nam. Ich war nicht heute über Cavaluna auch. Bedeutet, ich bin so ein bisschen wieder fasziniert. Oh, Alter. Der Weg ist voll. Ich sollte vielleicht mal überlegen, einen anderen Weg. Also, da staunen sie sich ganz ordentlich. Hier. Der andere Teil ist noch relativ gut verteilt. Da ist ein hoher Auflauf. Da ist noch relativ ruhig. Also sobald wir versuchen, hier vielleicht noch einen Weg anzusetzen, mit hier mehreren Gehegen auch, dann wird sich das eh wieder verändern. Was für Tiere haben wir denn irgendwelche Tiere noch eigentlich im Handel gehabt? Ein Kommodovaran, den wir nicht verkaufen konnten irgendwie. Aber was machen wir denn mit dem? Guck an, hier.
Oh, nee. Aktuelle Transaktionen. Das war meine Transaktion. Hupsala. Was könnten wir denn anstreben? Was könnten wir denn mal brauchen? Veterinärforschung abgeschlossen. Schauen wir. Ja, okay. Dallschafe haben wir schon ordentlich. Eisbär. Wäre was Feines und wir könnten uns leisten, ne? Scheiß drauf. Eisbären müssen rein. Dann gönnen wir uns mal ein richtig geiles Eisbärengehege. Wo setzen wir das denn bloß hin? Tierver... Was? Nein, eins unserer Rentiere ist tot. Tierarzt rufen. Schnell! Müssen wir schon... Aber wir haben eh Nachwuchs in Massen. Das sollte hoffentlich dabei helfen, dass dann keine erwachsenen Tiere, Population, scheiße. Das war nicht auch von unserem Männchen, oder? Verdammt, das war doch unser Männchen. Unser Männchen ist verstorben. Bedeutet, wir haben hier kein männliches Tier mehr aktuell. Doch, die Kleinen sind alle. Aber ja, bis die halt... Oh, scheiße. Tierhandel haben wir denn... Das wäre jetzt praktisch, wenn ich... Das Verzeichnis ist aufgelaufen, verdammt. Wir kriegen noch ein weibliches Rentier. Oder ein männliches. Hier, guck mal. Eine Rappenantilope. Was zur Hölle? Wäre natürlich auch was Feines. Aber so, jetzt müssen wir hier einen Tierhandel in unserer Tee aufbewahren. Jetzt wollte ich gerade sagen, wie viel an Zoo senden. So. Komm, füll mal die wieder auf. Sonst sind sie so einsam. Rein theoretisch könnte man doch hier den Eisbären hinsetzen, oder? Oder wäre es nicht genug Platz? Bildungseinrichtungen, ja. Ist jetzt nicht unbedingt das Beste. Ich kann auch nicht überall Profi sein gerade. Wir haben extrem viele Besucher, ist mir aufgefallen. Ist das da drin wirklich so ein Tier, Trampeltier? Keine Ahnung. Wo siehst du denn hier nur Mitarbeitereinrichtungen? Ich habe hier hinten eine Tomma, da sollst du ja nicht mal hinkommen. Der ist komisch, wo ist denn der langgelaufen? Ach, wegen der Ich schaue, ob ich so einen platzieren kann, kein Problem. Jetzt heißt es eh damals so schön hergerichtet. Aber das stört die trotzdem irgendwie. So, okay. Eisbären. Oder wir setzen die hier hin. Und versuchen somit hier nochmal eine größere Fläche vielleicht aufzusetzen auch. Damit sich das alles so verteilt. Obwohl es eigentlich wäre es schlau zu versuchen, das hier zu schließen, ne? Oder? Um zu schauen, dass wir sozusagen das hier verschlossen kriegen. Dann sollten wir vielleicht hier noch einen Weg runterbauen, ne? Noch so einen Weg hier runter, der dann hier anschließt. Hm. Wo setzt man das jetzt schlauerweise hin? Ich würde gerne hier ein bisschen weiter hinten auch anfangen. Weil jetzt werden die wieder so groß auch, die Gehege. Wir würden hier den Weg reinsetzen. Okay. Barriere. So, Glas. Dann sagen wir, setzen wir hier hinten an, oder? Gott, das ist jetzt echt fragwürdig, wie wir das am besten bauen. Oder wir machen hier noch ein Gehege hin. Dann geht es aber wieder so weit raus. Glas. Und dann kurvenmäßig bauen können. So.
passt. Dann würde ich hier das Gehege nach oben ziehen. Die Frage ist dann nicht, ob man sagt, okay, man baut hier mit Stein eine Unterkunft hin. Und das tut es auf jeden Fall damit verschönern. Da hoch will ich. Sollte ich vielleicht ein bisschen einkürzen. 16. Ah, geht sich auch noch nicht aus. 15. Und dann zu Glas wechselnd. Müsste das ja eigentlich rein theoretisch zu sein, oder? Da kennt das ganze Gehege wieder und da nicht. Eine Warnung, warum? Oh, krank. Du bist krank. Gehege ist, warte mal, was? Das ist bei allen so. Mal Temperatur. Ach, da waren ein der Außengebiete, die ich noch nicht so gut betreut habe. Scheiße. Gehege, warte mal, da muss ich jetzt hier aber extrem abkühlen. Auch Heizkörper. Nein, hoa. Wenn da eh daneben noch ein Eisbärengehege kommt, kann ich mich ja darum auch gut kümmern. Wie viel kühlst denn du? Ist auf 0 Grad gestellt. Wie viel haben wir eingestellt hier? Minus 14. Dann stellen wir dich auf minus 10 Grad jetzt hier als Übergangszone. Minus 10. Wann der in der Mitte? Hier ist noch einer. 10. Dich drehen wir ganz runter, weil du bist in der Mitte. Oh, da ist es minus 20. Minus 14. So, ja. Dann wird die Abdeckung ein bisschen besser. Habe ich das... Oh shit, ich muss das Gebäude ja auch abdecken, ne? Sollte man vielleicht mal bedenken, ne, wenn man sowas baut. So, und dann auch. Ne, die Reichweite passt schon. Aber wir haben minus 12 runtersenken. Sobald die sich nicht wohlfühlen, ist das ja besser. Oh, jetzt geht's da wieder los. Nein! Och, kommt schon, Leute. Wo? Du darfst hier freigelassen werden. Tschüss! So, das wird das Gehege, wo die sehr geehrten Tierchen von Eisbären reinkommen. Und ich würde gerne eigentlich die Hütte hier anbauen. Wir beginnen auf dem Baumodus. Architecture, ne? Ich glaube, wir nehmen eine schöne Betonwand. So. Darf ich
irgendwas schief gebaut, habe ich das Gefühl. So, dann können die nicht da reinkommen. Ich würde da drüber tatsächlich hier noch eine Schicht setzen. So. Hier noch. Oder muss ich vielleicht nochmal die Wand dann umsetzen? Und. Hier noch eine Wand drum. Perfekt. Und dann setzen wir das sozusagen hier mit einer schrägen schön auf. Kriegt eine eigene Kühleinheit hier drin. Und da sollen sich dann Eisbären wohlfühlen. Und dann tun wir hier vorne eine innenverspiegelte Wand rein. Ah, das wird wieder perfekt. Aber Leute, das machen wir erst in der nächsten Folge, denn ich muss jetzt eh weitermachen noch. Und ich habe doch ein bisschen noch einen Stress. Deswegen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt, damit ihr auch nichts mehr verpasst. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.